Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen nie auf. Freitag, 10. April 1970. Zwei Tage vor dem Mord an Margot und Dorothee Geimer. Margot Geimer bemerkt einen Schatten hinter den Glasbausteinen. Offensichtlich befindet sich jemand im Garten des Anwesens. Rudolf Geimer geht hinaus. Der Unbekannte flieht. Wer war das? Der Mann, der zwei Nächte später die beiden Frauen eiskalt ermordet hat? München. Die Rechtsanwältin Caroline Arnemann sucht noch immer nach Hinweisen dafür, dass Klaus Bräunig seit über 50 Jahren zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Wenn ich mir die Akte anschaue und dort sehe, wie er gestanden hat, dann stelle ich fest, dass einiges nicht passt. Das fängt damit an, dass er den Tatort nicht findet. Bräunigs Geständnisse sind widersprüchlich. Er macht unterschiedliche Angaben zur Tatwaffe. Ein Messer, das er detailgenau beschreibt. Die Beamten fertigen eine Skizze nach seinen Angaben und ermitteln beim Hersteller. Doch ein solches Messer gibt es überhaupt nicht im Handel. Nach der Tat will er es weggeworfen haben, in dieser Kleingartenanlage. Trotz intensiver Ermittlungen findet die Polizei die Tatwaffe aber nicht. Warum gesteht Bräunig, kennt aber offenbar die Details nicht? Ein Teil seiner Persönlichkeit ist, diese Unwahrheiten zu sagen oder etwas total zu verdrehen. Warum gesteht er die Tat, das Gewichtigste, was es in diesem Prozess gibt, und sagt in der Sache Waffe, die Unwahrheit oder das, was er sagt, lässt sich nicht richtig nachvollziehen. Das mag komisch klingen, aber es ist in der Kriminalistik so, man wird es in der Vielzahl der Fälle immer wieder mal erleben, dass solche Dinge, Widersprüche auftreten. Ist Bräunig ein Lügner oder einfach nicht der Täter? Die Widersprüche durchziehen alle Protokolle. Als Bräunig die Beamten an den Tatort führen soll, findet er das Haus nicht. Er sagt aus, Margot Geimer sei rückwärts eingeparkt. Der VW Käfer steht aber vorwärts in der Einfahrt. Es gibt keine Einbruchsspuren. Dennoch will Bräunig über den Balkon eingebrochen sein. Man hat ihn ja auch gefragt, wo hat er die Handschuhe gelassen? Offensichtlich, weil es da keine entsprechenden Fingerabdrücke oder so gab. Und dann sagte er irgendwo antwortmäßig, welche Handschuhe? Es ist doch Sommer. Ja, also er hat den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Oder er musste das Waschbecken, sagte, jetzt waschen sich mal die Hände, weil man wissen wollte, wie hat er das denn gemacht im Bad. Alle so Spuren sehr schön beseitigt und er konnte mit dieser Mischbatterie, die ja bei allen Waschbecken oft unterschiedlich ist, er konnte überhaupt nicht bedienen, er bekam da gar nichts raus. Geständnisse voller Ungereimtheiten. Sie sind der Knackpunkt dieses Falles. Alles hier. Und für Caroline Arnemann heute ein Schlüssel für ein Wiederaufnahmeverfahren. Wenn sie nachweisen kann, dass er unter Druck falsche Geständnisse abgelegt hat, wäre das eine Chance, ihn frei zu bekommen. Ich hab's widerrufen. Und da hat die Grippe mich wieder geholt. Da habe ich wieder so gesagt, macht doch, was ihr wollt. Da haben sie geschrieben und alles. Und ich habe mich selbst, glaubt mir, ich habe mir selbst mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Das weiß ich auch. Fakt ist, Bräunig war in den Vernehmungen lange ohne Anwalt.
Die Anzahl der Vernehmungen, die Dauer der Vernehmungen und die Art und Weise der Durchführung, das über Tage hinweg, das ist natürlich eine Situation, wo jemand einer solchen Befragung auch erstmal gewachsen sein muss. Das ist anstrengend, das ist auch, wenn man das nicht kennt, glaube ich, in gewisser Weise zermürbend. Am 21. Juni wird Bräunig um 1.40 Uhr verhaftet. Nachmittags die erste Vernehmung, rund 4 Stunden lang. 22. Juni das zweite Verhör. Um 21 Uhr, wie lange, wird nicht protokolliert. 23. Juni erneutes Verhör. Dann geht's zum Tatort. Dort wird er weiter vernommen. Immer wieder wird er befragt. Immer wieder gibt er zu, dass er nur als Spanner und Exhibitionist unterwegs war. Bräunig sagt, die Beamten hätten ihm versprochen, dass ein Arzt seine sexuelle Störung behandeln könne, wenn er den Mord gesteht. Die Polizei bestreitet das. Heute wäre eine solche Verhörmethode nicht erlaubt. Der Vernehmungsmarathon geht weiter. Juni, Verhör um 9.50 Uhr, Ende nicht protokolliert. Dann erneut eine Ortsbesichtigung. 25. Juni, Verhör um 8:30 Uhr, Ende 18 Uhr, 9,5 Stunden. 26. Juni, 8.30 Uhr, Bräunig gesteht den Doppelmord. Wenige Stunden später, Haftbefehl. Am 30. Juni widerruft Bräunig das erste Mal. Er wird wieder vernommen. Erst von der Kripo, dann auch vom Ermittlungsrichter. Was genau in all diesen Befragungen passierte, ist unklar. Die Verhöre werden damals nicht wie heute vorgeschrieben im Wortlaut protokolliert. Am Ende gesteht er jedenfalls erneut. Außer dem Geständnis hat die Polizei nichts in der Hand. Sie sucht nach Beweisen, nach Zeugen, die ihn gesehen haben. Vergeblich. Und die Verhöre gehen weiter. In der Hoffnung, dass er noch mehr Details preisgibt. 2. Juli, eine weitere Tatortbesichtigung. 3. Juli, Verhör durch die Polizei. Ab 9.30 Uhr, 2,5 Stunden. 6. Juli, wieder ab 9.30 Uhr, 7 Stunden. 8. Juli, ab 10 Uhr, knapp 6 Stunden. 9. Juli, 8 Stunden. 14. Juli, Tatrekonstruktion am Tatort Geimer. Am 21. Juli 8 Stunden. Danach untersagt der Haftrichter alle weiteren Verhöre wegen der übermäßigen Belastung. Klaus Bräunig hat zu diesem Zeitpunkt noch immer keinen Anwalt an seiner Seite. Er fühlte sich ziemlich hilflos und alleingelassen, sah auch gar keine richtige Möglichkeit mehr von sich aus, irgendetwas dagegen zu halten, sondern er hat einfach resigniert, hat aufgegeben. Und er hat auch da nicht aggressiv zurückreagiert, sondern hat einfach nur die Situation für sich beendet, indem er dann eben sagte, okay, ich war's. Das kann der nicht gebracht haben. Das ist einfach intellektuell von ihm nicht abrufbar. Das kriegt er nicht umgesetzt. Klaus Bräunig gesteht insgesamt 3-mal und widerruft danach seine Aussagen wieder. Sicher ist, Bräunig ist in seinen geistigen Fähigkeiten begrenzt. Er war den Vernehmungsbeamten hoffnungslos unterlegen, meint Caroline Arnemann. Man wusste, man hat keine objektiven Beweismittel, man wusste, man kommt sonst nicht weiter. Also ich glaube, da hat man schon mit Hochdruck versucht, den Herrn Bräunig zu einem Geständnis zu bringen. Ihr Kollege Klaus Wasserburg hat sich jahrelang mit Bräunigs Geständnissen befasst. Der Fall, den er als junger Anwalt übernommen hatte, beschäftigt ihn bis heute. Er hat auch mit Ermittlern der damaligen Mordkommission darüber gesprochen. 4 Leute von der Mordkommission waren überzeugt, dass er schuldig ist, und die anderen 4 waren davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und dann hat er jedes Mal das getan, was man bei ihm in den Vernehmungen erwartet. Bei den einen hat er Geständnisse abgelegt, die sich aber widersprechen, und bei den anderen hat er die Geständnisse jedes Mal widerrufen. Auch aus Aktenvermerken geht hervor, dass einige Beamte tatsächlich Bräunigs Aussagen für falsch hielten und an seiner Schuld zweifelten. Zum Beispiel,
Die Beamten fordern ihn auf, das Zimmer von Dorothee zu beschreiben. Weil die Angaben Bs in krassem Widerspruch zu der tatsächlichen Anordnung des Mobiliars standen, kamen mir einige Zweifel an der Richtigkeit seiner vorher bei Herrn F. gemachten Angaben. Ich sagte wörtlich zu B., Sie müssen nicht den Eindruck haben, dass wir Ihnen unter allen Umständen hier etwas unter die Weste jubeln wollen, was Sie vielleicht nicht getan haben. Reine Polizeitaktik, entgegnet Hermann Gläser. Der eine reitet die harte Linie, der andere macht diese sanfte Tour. Man muss gucken, wo man am ehesten mit zum Ziel kommt. Aber das ist rechtsstaatlich, also das ist gemessen an dem, was es liegt eine Straftat vor. Es sind zwei Menschen zu Tode gekommen und dann würde es kein Mensch verstehen, auch wir Polizeibeamte nicht, wenn ich da käme und würde sagen, entschuldigen Sie mal bitte, würden Sie vielleicht mal dazu den Punkt was sagen? Das ist unrealistisch. Auch Klaus Puderbach erinnert sich gut an den spektakulären Fall. Über 30 Jahre lang war er der Leiter der Mainzer Staatsanwaltschaft. 1970. Ich war Referendar. Das war meine erste Ausbildungsstation bei der Staatsanwaltschaft Mainz. Und das war, glaube ich, so einer der ersten Fälle, die ich auf den Tisch bekommen habe, zum Durchlesen mal, zum Reingucken. Und dann habe ich zum ersten Mal Leichenbilder gesehen. Schlimmere Bilder habe ich eigentlich in meinem späteren beruflichen Leben nie gesehen. Als leitender Oberstaatsanwalt war er dann jahrelang für die Haftsache Bräunig zuständig. Anträge auf Lockerungen oder auf Entlassung, alles ging über seinen Schreibtisch. Er kennt die Akten, er kennt den Fall. Hält er Bräunigs Geständnis für falsch? Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass jemand ein falsches Geständnis ablegt. Aber dann ist es Sache des Gerichts, das aufzuklären. Und Sie sehen ja hier in der Sache Bräunig, in dem Urteil, das befasst sich ja weit über die Hälfte seiner Ausführungen mit dieser Problematik, Geständnis richtig, Geständnis falsch. Das ist Sache des Gerichts. Ich bin überzeugt davon, dass das, was das Gericht da im Ergebnis gemacht hat, nämlich eine Verurteilung, auch richtig ist. Caroline Arnemann fragt sich, ob sich die Polizei nicht zu früh auf Bräunig als Täter festgelegt hat, ob sie damals tatsächlich allen Spuren nachgegangen ist. Mehrfach hat sie deshalb bei verschiedenen Behörden nach den Spurenakten gefragt, aber die sind nicht auffindbar. Ich habe in der Ermittlungsakte Hinweise darauf, dass andere Spuren untersucht wurden, dass anderen Spuren nachgegangen wurde. Ich weiß nicht, was das Ergebnis dieser Auswertungen im Einzelnen war. Für mich ist es unmöglich, das nachzuvollziehen, zumal mir die ganzen Unterlagen fehlen. Ich habe keine einzige dieser Spurenakten, aber für mich ist es auch deshalb nicht möglich, das im Einzelnen zu rekonstruieren, weil ich schlichtweg allein letztlich auf weiter Flur kämpfe. Ich habe keinen Ermittlungsapparat wie die Staatsanwaltschaft hinter mir, um Ermittlungen in Auftrag zu geben, um die Polizei zu beauftragen, irgendjemanden zu vernehmen. Insofern ist es für mich schwierig. Eine Spur, die damals von der Polizei verfolgt wird, sorgt für viel Wirbel in der Presse. Denn im Tagebuch von Dorothee finden sich Hinweise auf Drogenhandel. Und dabei geht es nicht nur um Haschisch. Das Fernsehen berichtet. LSD im Wert von rund 150.000 Mark soll eine Gruppe von Jugendlichen in Hessen hergestellt haben. Hauptumschlagsgebiet war Mainz. Die Polizei kam dem Ring auf die Spur, als sie in diesem Mainzer Bungalow einen Doppelmord entdeckte. Die tote Tochter einer Kinderärztin hatte ein Notizbuch mit den Adressen von LSD-Konsumenten hinterlassen. Hauptkommissar Fischer, bestehen Verbindungen zwischen dem Mordfall Geimer und dem Rauschgiftring? Unsere Ermittlungen haben diesen Verdacht bisher nicht bestätigt. Da jedoch diese Rauschgiftsache als Ausgangspunkt den Mordfall Geimer hat, müssen wir daran denken und unter Umständen die Ermittlungen wieder in diesen Fall Geimer hineinbringen. Die Polizei verhört Dutzende von Schülern und Schülerinnen. Einige werden später auch verurteilt, weil sie Drogen besessen oder verkauft haben. Darunter auch Dorothees Freund Bruno.
Eine Verbindung zum Mord finden die Beamten trotz intensiver Ermittlungen aber nicht. Eine weitere Spur. Bei Dorothee werden Blankorezepte gefunden, die sie aus der Praxis ihrer Mutter gestohlen hat. Die Polizei fragt bei allen Apotheken nach, ob mit den Rezepten Betäubungsmittel eingelöst wurden. Vergeblich. Dann stellt sich heraus, die 17-Jährige hatte beträchtliche Schulden. Da habe ich geschluckt, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Ja, das macht man nicht. Ja, wie weit kriminell sowas ist, das ist kriminell. Das haben wir uns auch damals mit wenig Erfahrung schon denken können. Ja. Und dass das dann Außenstände sind, wenn ich mich richtig erinnere, über 1000 Mark. Eine Abiturientin mit ein paar Mark Taschengeld die Woche, ja, da sträuben sich einem die Haare. Ja. Die Polizei ermittelt auch im Umfeld der Kinderarztpraxis. Gab es Kunstfehler? Ist der Mord vielleicht ein Racheakt? Es wurde bewusst gezielt über die Patientenkartei, über das Personal, was in der Praxis gearbeitet hat, wurde da abgeklärt, gibt es irgendein Vorkommnis, der so gravierend war, dass man davon das Motiv ableiten kann. Und diese Spuren wurden auch abgeklärt. Und es blieb gar nichts hängen, aber auch gar nichts. Die Polizei hat damals ordentliche Arbeit gemacht, mit einem guten Ergebnis. Caroline Arnemann findet einen Vermerk zu Rudolf Geimer, der ihn vollständig entlastet. Der Verdacht, Geimer habe wegen einer Lebensversicherung Frau und Tochter ermorden lassen, ist vom Tisch. Die Versicherungen haben sich dann doch noch bei der Polizei gemeldet. Es gab eine Lebensversicherung, aber nur über 25.000 D-Mark. Rudolf Geimer kann als Täter ausgeschlossen werden. Aber galt der Mordanschlag vielleicht ihm? Geimer ist ein wichtiger Mann bei einem international tätigen Pharmaunternehmen und viel im Ausland unterwegs. Auch im damaligen Ostblock. Hat er sich Feinde gemacht? Wollte jemand Rache an seiner Familie üben? Gibt es einen Zusammenhang zu dem Mann, der Freitagabend im Garten der Geimers auftauchte? Klaus Bräunig sagt, er sei dort niemals gewesen, auch als Voyeur nicht. Dabei bleibt er. Seit 50 Jahren versucht er, seinen Namen reinzuwaschen. Ich habe im Knast gelebt, aber meine Mutter war draußen. Die hat mehr aushalten müssen wie ich. Das Volk, wie sie mit dem Finger öffnet, das war schlimmer wie normal. Als Hausarbeiter kümmert er sich im Gefängnis um die Wäsche. Er hat Jahrzehnte hier gearbeitet. Das Leben draußen ist an ihm vorbeigezogen. Ich habe alles verloren. Ich wollte später mal heiraten und selbst Kinder. Das war meine Zukunft. Die Träume sind alles kaputt gegangen. Was soll ich denn aufzählen? Das Leben, die Familie, das sind die Träume, wo jeder Mensch hat. Das ist alles kaputt gegangen. Herr Bräunig ist jetzt 77 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben für eine Wiederaufnahme. Wenn man noch Beweismittel hätte, irgendwelche Kleidungsstücke oder Blutspuren. Ich bin jetzt eben gerade dabei, abzuklären, was an Spurenmaterial noch vorhanden ist. Wenn es da noch irgendetwas gibt, dann würde ich mich daran machen, einen Sachverständigen zu suchen, der spezialisiert ist. Das könnte man mit den heutigen Möglichkeiten der DNA-Analytik ganz anders auswerten. Ich fürchte, dass es zu spät sein könnte, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Über die Jahre hat Klaus Bräunig immer wieder versucht, freizukommen. Im Frühjahr 2007 sah es endlich gut aus für ihn. Sein damaliger Anwalt hat einen Antrag auf Entlassung gestellt. Der 12. Versuch, ihn aus dem Gefängnis zu bekommen.
Klaus Bräunig ist da schon seit 35 Jahren in Haft. Ich freue mich, dass ich hier rauskomme aus dem Hoch. Das kann ich mal später erzählen aus dem scheiß Stall hier, gell, verstehst du? Ich bin da lange genug hier drinnen für nichts und wieder nichts. Ich mach 100 Kreuze, wenn ich hier raus bin. Vermissen tust hier nichts, gar nichts. Er gilt als Mustergefangener. Mit den Beamten ist er per Du. Alle kennen ihn gut. Er macht nie Ärger und arbeitet zuverlässig in der Anstaltsschlosserei. Zwischen 1995 und 2002 hat er eine Arbeitsstelle außerhalb des Gefängnisses. Er genießt weitreichende Haftlockerungen und hat sogar eine kleine Wohnung. Er ist Freigänger. Kommt nur noch zum Schlafen in die JVA. Das läuft jahrelang ohne Beanstandungen. 2002 muss er dann wieder zurück in den geschlossenen Vollzug. Alle Lockerungen werden gestrichen. Denn bei einer Kontrolle seiner Wohnung finden Beamte unter anderem Pornohefte, Gummihandschuhe und Kabelbinder. Die Porno, natürlich, wenn ich Besuch habe. Da habe ich die Pornokassetten nicht alles auf den Stapel drin. Die habe ich schön im Bettkasten drin, gell? Weil ich viele Besuche gekriegt habe. Da sagen sie, was willst du mit den Gummihandschuhen? Da gucke ich sie an. Hat ihre Frau keine Gummihandschuhe? Ein paar Gummihandschuhe für die Toiletten und ein paar als Reserve, wenn die kaputt sind. Da sagen sie, was willst du mit den Kabelbinder und die Plastiktüten? Beutel. Habe ich gesagt, ja. Da kommt meine ganzen Sachen drin, da will ich so bin, wenn ich umziehe. Da habe ich die angeguckt, ja, jetzt bin ich jetzt bekloppt oder die. Die dachten, ich täte mir die Kabelbinder Frauenfessel. Und ich habe Frauen eingeladen, habe noch nie was gemacht und ich bin immer noch in Kontakt mit den Frauen. Auch wenn er sich danach wieder tadellos führt, seine Hoffnung auf Haftentlassung zerschlägt sich 2007 erneut. Die Richter halten ihn für gefährlich, bis heute. Denn er leugnet den Doppelmord. Und so heißt es zwar immer wieder in den Entscheidungen, dass das einwandfreie Verhalten des Beschwerdeführers im Rahmen der Vollzugslockerungen ein positives Kriterium für seine Kriminalprognose darstelle. Aber er sei aufgrund der beharrlichen Tatleugnung, einer Bearbeitung und Erforschung der besonderen Umstände und Motive, die zu den Morden geführt hatten, nicht zugänglich. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. In Limburg lebt ein Mann, der Klaus Bräunig gut kennt und ihn seit Haftbeginn begleitet. Ach. 1972 ist Hubertus Jansen Gefängnisseelsorger in Dietz. Er hat auf jeden Fall für sich gelernt, worüber ich mich häufig gewundert habe, sich mit der Realität, in der er lebt und leben muss, ein Stück abzufinden. Er nimmt viele Dinge hin. Wenn er eine andere Einstellung gehabt hätte, dann befürchte ich, dann wäre er schon längst nicht mehr da. Klaus Bräunig hat Pfarrer Jansen jahrelang in der Gefängniskirche als Küster geholfen. Ich habe mit so vielen Menschen im Gefängnis zu tun gehabt, auch intensiv miteinander geredet und so. Und viele sagen auch, und meine das vielleicht gar nicht böse, aber sage so, ich bin unschuldig, aber bei dem... Es ist bei mir nie so gewesen wie bei dem Klaus. Ich bin auch für mich davon überzeugt, dass es ein Fehlurteil gewesen ist. Und sowas sage ich oder würde ich nicht leichtfertig sagen. Wenn es ein Fehlurteil war, wer hat dann die Frauen getötet? Wer war der Mann, der am Freitag vor dem Mord im Garten auftauchte? Seine Beschreibung passt nicht auf Klaus Bräunig. Und es gibt in den ersten Ermittlungsmonaten 1970 eine weitere Spur im Umfeld von Rudolf Geimer. Eine Spur, die nach Rumänien führt und nicht weiterverfolgt wird.
Geimer stammt aus Rumänien, wo zur Tatzeit noch Familie von ihm lebt. Auch beruflich reist er seit den 50er Jahren mehrmals nach Bukarest. Ein Vertreter der deutschen Pharmaindustrie mit privaten und geschäftlichen Beziehungen zum damaligen Ostblock. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. An der Spitze des Staates steht Diktator Nicolae Ceausescu. Sein Geheimdienst ist die berüchtigte Securitate. Spitzel stehen dort an jeder Ecke. Agenten verbreiten Angst und Schrecken, sind bekannt für ihre Brutalität. Die Securitate ist auch im Ausland tätig und immer wieder in Deutschland. Bukarest heute. Die Geschichte der Securitate wird mittlerweile aufgearbeitet, ähnlich wie die der Stasi in Deutschland. Gibt es hier noch Akten, die eine Verbindung zu Rudolf Geimer zeigen und damit vielleicht Hinweise zu dem Mordfall? Das Archiv der Securitate kann man seit 1990 einsehen. Allerdings wurde vieles nach dem Sturz Ceausescus im Jahr 1989 vernichtet. Es fehlen Blätter, ganze Jahresordner. Das Archiv ist unvollständig und es ist längst noch nicht alles aufgearbeitet. Hat sich die Securitate für Rudolf Geimer interessiert? Und wenn ja, hat der Geheimdienst mit seinen Methoden Dinge herausgefunden, die in keiner Akte der Mainzer Polizei zu finden sind? Der erste Teil ab den 50ern ist praktisch die schwärzeste und grausamste Zeit in der Geschichte des rumänischen Kommunismus. Rudolf Geimer, 5 Treffer. Das Original der Akte lagert in einer Außenstelle. Aber es gibt hier im Zentralarchiv noch einen Mikrofilm. Was verbirgt sich dahinter? Was hatte der rumänische Geheimdienst mit dem deutschen Geschäftsmann zu tun? Währenddessen geht Caroline Arnemann der Frage nach, ob Klaus Breunig tatsächlich über Täterwissen verfügte oder ob sie Ansatzpunkte finden kann, die dem widersprechen. Über dieses Verfahren wurde in den Zeitungen viel berichtet. Was hat der Herr Breunig tatsächlich an eigenem Wissen? Was hat er womöglich aus Erwartungshaltung interpretiert und dann wiedergegeben? Und was haben Vernehmungsbeamte im Rahmen des Protokolls dann da noch draus gemacht oder mit reingenommen, was womöglich so gar nicht vom Herrn Breunig kam? Woher hat er Informationen? Die Zeitungen berichten nahezu täglich. Sie sind voll mit Details über den Tatort. Normalerweise hält die Polizei diese Informationen zurück, um ihre Ermittlungen nicht zu gefährden. Woher hatte Klaus Breunig damals sein Wissen? Ich kannte erst die Frau nicht. Ich kannte auch die Tochter nicht. Ich habe die Tat nicht gemacht und weiernd. Erstens kannte ich die Familie gar nicht. Die habe ich erst mal alles in der Zeitung gelesen. Das Problem ist bei solcher ausführlichen Berichterstattung immer die Frage, ob der Beschuldigte irgendwelche Informationen erlangt, die er dann später vielleicht bei einem Geständnis verwendet und dann sagen kann, ich habe es aus der Presse. Aber so viele andere Dinge hat er mitgeteilt, die er nur als Täter wissen konnte. Allerdings soll Breunig in den Vernehmungen auch Details erzählt haben, die nicht in der Zeitung standen. Zum Beispiel, dass das Messer bei Margot Geimer nach dem ersten Stich stecken blieb und er es heraushebeln musste.
Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was davon hat überhaupt der Herr Bräunig gesagt und was nicht. Die Vernehmungen wurden nicht so protokolliert, wie wir es heute machen würden oder wie es Ermittlungsbeamte heute machen würden, nämlich sauber mit Frage und Antwort, sondern das ist letztlich ein, wie soll ich sagen, zusammenhängender Fließtext, den der protokollierende Beamte verfasst hat. Mainz, Landeskriminalamt. Wenn es doch noch Beweismittel und Spurenmaterial von damals geben sollte, dann nur hier, im Keller. Vielleicht sogar Asservate, die bislang als verschwunden galten. Große Hoffnungen macht sich Caroline Arnemann nicht. Das Verfahren gilt längst als abgeschlossen. Und die Staatsanwaltschaft Mainz hat ihr versichert, dass es keine Asservate mehr gibt. Eine Mitarbeiterin vom LKA macht sich auf Bitten der Anwältin dennoch auf die Suche. Und nun tatsächlich noch ein Fund. Es gibt verschiedene Vergleichsspuren. Haare, auch Vergleichsspuren von Herrn Bräunig, den Fingernagelschmutz der beiden Getöteten. Das macht mich hoffnungsfroh, eine Untersuchung in die Wege leiten zu können. Das ist für die Wiederaufnahme ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt, weil es womöglich zum Täter führt. Das wäre der Hammer. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter, hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen die auf.